Oh yeah, Endboss-Time der zweiten Welt. Und drauf. Abendsee. Das hört sich komisch an. Spike ist geboren. Oh mein Gott, Spike. Wer ist Spike? Hat man nicht einen Drachen, der Spike hieß? Ach, egal. Du einfältige, dumme, nichtsnutzige Narren. Wow. Ich bitte dich um die Ausführung einer einfachen Aufgabe und du versagst sie mir. Ich hätte es besser wissen müssen, als auf ein Kind zu vertrauen. Aber mach dir keine Gedanken. Wie fies. Ich werde mich jetzt selbst um sie kümmern. Den ganzen Ärger wegen ein paar Eiern. Ohne die Drachen wird die Zauberkraft in dieser Welt vergehen. Ohne Zauberkraft werde ich sterben. Und genauso deine, wenn auch noch so kleine Chance, eine Zauberin zu werden. Nun sieh, wie eine richtige Zauberin ihre Feinde erledigt. Wie da ist der Yeti. Mit einem Drachen zum Mittagessen. Oh, jetzt geht's ab. Wow. Die Zauberin hat deutlich mehr Kräfte, als wir dachten. Scheiße. Gut. Spike heißt der Gegner. Dann mal her. Und natürlich wird uns Wachtmeister Bird helfen. Mein taktischer Instinkt sagte mir, dass die Zauberin dich hier angreifen würde. Deshalb flog ich her, um dir zu helfen. Meine Raketenwerfer scheinen nichts gegen diese Kreatur ausrichten zu können. Aber ich kann dir helfen, indem ich Munition fallen lasse. Leg los und kämpfe den gerechten Kampf. Natürlich. Was erwartest du? Wow, 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 der ballert hier gleich los. Und eine Sau. Wow, 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 hör auf mit der Scheiße. So, als erstes, wow, ausweichen, ausweichen. Und auf... Das war fail. Auf ihn ballern. Ja, was soll ich auch machen, wenn da zwei hintereinander gestapelt sind? Das ist doch wohl voll fies. Piu, piu. Bumm, wow. Wieder getroffen und er mich leider auch. Oh, 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 fuck. Oh, fuck. Ey, zerschlag doch die Dinger nicht. Hey, ey, ey, der will einen Karateschlag auf mich ausführen. Wow, 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 wow. Wow, das war cool. Ha. Tja, dachtest du, wow, 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 was? Heilige Scheiße, der hat den Boden zum Bersten gebracht. Was ist das? Edelsteine. Ach so, ich hab die Macht. Ich habe die Macht. Ja. Wow, auf mit der Scheiße. Ha, ha, ha. Oh Gott, ich bin gleich tot. Uah, uah, uah. In your face. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Er hat einen aufgesammelt. Er hat einen aufgesammelt. Wow. I'm a fiery laser. Oh Gott. Er hat mich gleich. Er hat mich gleich. Ich habe nur noch einen Treffer versucht. So, hier. Und zack. Und was? Ah, Bombe. Oh Gott. Jetzt hat er schon wieder den. Hör auf mit der Scheiße. Wirklich, das ist nicht nett. Ah. Wachtmeister Bird, helf mir und nicht ihn. Du wirfst die Dinger direkt vor seiner Fresse, ist dir das aufgefallen? Boom. Und nochmal. Boom. Baby. Haha, dachtest wohl. Monique. Hey, gleich mit Schmetterling, den könnte ich gebrauchen. Ey, 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 gib ihn mir mal. Oh. Tja. Weg ist der Gute. Was da oben in der Luft schwebt? Ein Stern. Okay. Ach, ist das schön. Selbst die Zauberin konnte nichts gegen mich ausrichten. Ist die nicht dumm? Zurück nach Abendsee. Zack. Oh, gleich eine Katze. Ah, Bianca wieder. Hör mir zu, Drache. Spyro, das ist jetzt ernst. Die Zauberin will dir eine Falle stellen. Und wenn sie dich fängt, glaub mir, du willst gar nicht wissen, was sie dann vorhat. Schau, ich verspreche, dass ich gut auf die restlichen Eier aufpassen werde, ehrlich. Aber schnapp dir Jäger und geh nach Hause, bevor... Ich kann's nicht sagen, geh einfach. Oh mein Gott. Ob wir ihr vertrauen sollten? Ich meine, sie wurde ziemlich von der Zauberin zusammengeschissen. Sie hatte schon einen Grund, uns zu helfen, aber... Dennoch ist sie immer noch bei der Zauberin. Sie ist ihre Schülerin. Ob man ihr vertrauen kann? Ich weiß ja nicht so recht.
What the fuck? Ah ja, das ist unser letztes Gefährt. Die Rakete. Und da muss erstmal ein bisschen rumgewerkelt werden, bevor die funktioniert. Und dafür brauchen wir halt auch wieder die Leute, die hier so angestellt sind in den Welten. Aber dazu erst später mehr. Wir gehen jetzt nämlich erstmal zurück und kümmern uns um Sparks Welt. Denn nachdem man den Endboss besiegt hat, könnte man theoretisch schon gleich wieder zurück und Sparks Welt machen. Bin ich der Meinung. Ich hoffe mal nicht. Ich faile jetzt mit meiner Theorie und ich liege richtig. Wir werden es ja sehen. Ja, Level geschafft. Das ist mir schon mehr als nur klar. So, mittlerweile müssten wir, glaube ich, schon über 50% des Spiels haben. Ohne Scherz. Ja, so ungefähr 50% müssen es sein. Plus, minus 2-3%. Ja, hier ist doch schon wieder Zoe mit Sparks Welt. Hi, Spyro und Sparks. Hi. Ich habe noch ein verlorenes Ei gefunden. Wenn Sparks fit genug ist, kann er versuchen, es aus Spinnenstadt zu retten. Spinnenstadt, hey. Ich muss zugeben, ich hasse Spinnen wie die Pest, aber Spinnen, die in Spielen vorkommen, finde ich einfach nur cool. Spinnenstadt-Bonuswelt betreten, na klar. Das Abenteuer geht weiter mit Sparks. So. Ah ja, Spinnenstadt. Eine zugeklebte Welt voller Spinnenweben und Spinnen. Und wow, was ist das für eine Spinne, die sowas kann? Hör auf mit der Scheiße. Hör auf damit. So. Schlüssel. Und... Na, komm her. Om, nom, nom. Damit müsste sich das hier öffnen, genau. Es sind Spinnis. Spinnis, die sehen nicht mal wirklich bedrohlich aus. Wow. Ziemlich nervig. Und die Spinnen kommen aus Blumentöpfen. Was für ein Klischee. Ach ja. Oh, wow, wow, hey, komm her, komm her. Keine darf hier entkommen. Ah, oh, du bist entkommen. Stirb. Oh, schnell, 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 schnell. Wow. Komm her hier. Keine Chance. Wieder nachladen kurz. Das hier nachladen. Das hier nachladen. Und hier schnell unbesiegbar. Wuhu! Schnell, wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein großes Gebiet, in dem wir die Unbesiegbarkeit brauchen. Aus dem Weg! Bam! Aus dem Weg! Bam! Und der ist verdammt nochmal geschützt, das ist schlecht. Bam, 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 bam! So, Mann, so macht man es richtig weg. Zack, ouch! Menu! Zack, 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 wow. Zack, zack, kümmern wir uns erstmal hier drum. So will ich's doch. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Wow. Komm mal her, du dummes Vieh. Wolltest du gegen mich anstinken, hä? Tja, es ist nicht geschafft. Flieg und Sieg, Spyro. Spyro, Sparks. Flieg und Sieg. Zieh schnell durch. Wow, fuck. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Schnell mal fressen. Nom. Und weiter geht's. Wow, weg da, weg da, weg da, weg, 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 weg. Wow, au, verdammt. Mann. Hau ab. So, und nom deaktiviert. Das heißt, der Gegner ist jetzt nackig. Jetzt können wir den Blumentopf attackieren. Schnell hier durch. Ach, verdammt. Zack, 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 so. Kein Blumentopf hier mehr und durch. Ja, komm her. Komm her, du willst wohl was von mir, wa? Tja. Ja, jetzt haben wir wieder Raketen. So. Oh no. Wow. Oh mein Gott, da ist der Schlüssel. Und der Schlüssel ist wahrscheinlich nicht für diese Tür, wo ich jetzt gerade stehe, sondern für die hier oben. Ah, durchkämpfen. Zack. Oh, mach's kaputt. Ah, Hilfe. Ah. Oh mein Gott.
Raketen geshootet bis zum Abwinken. Eieiei. Das war eine Sache. Wow. Na. Zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. So, und nom. Und deaktiviert. Hahaha. Der Gegner ist wieder nackig. Angriff. Bum, 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 bum. Wow. Zack und zack. Keine Spinne mehr in dem Gebiet hier. Nicht vergessen die Edelsteine. Und aufmachen die Tür. Ah, wir werden gleich bombig begrüßt hier. Zack, zack. Zack. Und nom. Na, komm. Nom ist auf. So. Oh. Noch einmal irgendwas mit der Flamme. Schnell hier hinter, zack, und aufgeballert hier das Ding. Du kommst mal her hier. Die habe ich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja, du bist nicht umsonst hier. Du bist hier, um zu sterben. Zack, und zack. Und Endboss-Time. Der Endboss ist eine fette Spinne. Eine mega fette Spinne. Die sich dreht. Ja. Und er spuckt Spinnen. Während er sich dreht, können wir ihm keinen Schaden zufügen. Ah, wir haben alle. Mann, hör auf damit. Komm her. Try to muck. You try to muck. Ja, er spuckt schon keine zwei rein mehr, das heißt, er wird schwächer. Ah. Er hat seine eigenen Babys getötet. Und er ist selbst tot. Strafe muss sein. Tootie. So. Aber wir haben die Flammen gar nicht eingesetzt. So sieht das also aus. Gut, aber das Level hätten wir geschafft. Okay. Hervorragende Arbeit, Sparks. Und wie ich sehe, hast du eine weitere Fähigkeit erworben. Wenn du jetzt die L1, L2, R1 und R2 Tasten gleichzeitig gedrückt hältst, zeigt Sparks dir jeden Schatz, der hier noch rumliegt. Ja, das ist nützlich. Naja, wenn man es irgendwie ganz schön oft durchspielt, dann hat man irgendwie meistens im Kopf, wo die Edelsteine sind, so schwieriger auch. Aber wenn man das erste Mal das durchspielt, ist das sau praktisch. Da zeigt Sparks so wirklich mit der Fresse so hin, wo ein Edelstein noch liegt. Sehr praktisch. Finde ich zumindest. Auch ein Grund, warum ich dieses Spiel einfach nur geil finde. So. Auf zum Abendsee. Und dann gucke ich mich noch ein bisschen dort um und beende dann den Part. Würde ich jetzt vorschlagen. Zurück nach Abendsee. So, du hast es geschafft, Spyro. Hier so ein bisschen im Wasser rumgucken. Wasser ist ja immer das Gebiet, wo ich am meisten vergesse. Ja, hier ist ein Level. Es heißt Bezaubernder Grat. Ein sehr schöner Name. Oder hier Honigwabenring. Das ist die Flugwelt hier. Und ja, ja. Darum werden wir uns aber in diesem Part noch nicht kümmern, würde ich sagen. Denn wir sammeln jetzt erstmal hier einfach nur ein bisschen ein. So Standarddinger, ihr versteht. Zack, zack. Ein riesiger Wal, der uns aufgefressen hat. Und in ihn drin ist ein Ei. Alles klar. Jonah oder Jona. Ja, du machst einen Handgestand in einem Wal. Schön das Gerippe hier. Und spuck uns aus, Wal. Buh, er hat uns ausgerülpst. Und jetzt kommen wir nie wieder in den Wal rein. Tja, Pech, aber es geht nicht mehr. Er macht einfach nicht mehr die Luke jetzt auf. Hat sich wohl den Magen an uns verstimmt.
Bam, das sah doch auffällig aus hier. Ja, mir geht nichts aus dem Sinn. Und noch ein Ei. Stubby. Der kratzt sich auch. Man müsste mal aufzählen, wie viele heulen, wie viele sich kratzen, wie viele Flickflack machen und wie viele was noch machen. Also das ist ja mittlerweile so, als ob man ein Abspielband hätte, in dem sie immer wieder das Gleiche machen. Zack. Hier geht's hoch. Ah, hier geht's zum Partner, den wir befreien. Nur damit ihr es wisst. Ich würde sagen, darum kümmern wir uns im nächsten Part gleich als erstes, den Partner befreien. Warum nicht, Mann? So, ist hier noch was? Ja, hier oben noch. Wie sieht die Zeit aus? Ach, die Zeit sagt uns noch Halleluja. Schön, jetzt können wir mal hier ran. Ach, war hier nicht die Sparks-Welt? Genau, hier ist die Sparks-Welt dieser Welt. Ja, ich erinnere mich noch. Zack. Dazu aber auch erst mehr, sobald wir dieses Level abgeschlossen haben. So einen kleinen Überblick hier verschaffen. Ist euch auch aufgefallen, dass das hier in Spyro 2 gehen die Welten nach den Jahreszeiten. Und hier gehen die Welten nach den Tageszeiten. Bad Sonnenaufgang, ne? Ja, Sonnenaufgang. Dann kam Gartenstadt, das ist sozusagen Tag. Jetzt kommt Abendsee und dann kommt Mitternachtsberg. Tageszeiten halt. Ja, die sagt uns jetzt auch wieder was über den Punkt. Dieser Powerpunkt kann dich unbesiegt machen. Allerdings. Okay, mehr muss ich nicht wissen, ich will mir nicht deinen Text anhören. Unbesiegbar kann mich der Punkt machen, dann kann ich hier durch. Wow, wie schön. Und hier ist wieder ein Ei. Stuart. Yay. Und mehr kann es auch nicht. Was für ein tolles Drachenbaby. Du, 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 du. So, mach kaputt. Bam. So, und jetzt hier hoch. Was haben wir hier noch so? Ah ja, look at this. Oh, it's pretty cool. So, und hier ist noch ein Ei, Alter. Töt. Hallöle. Ja, hallo. Wie kam ich nochmal zu der Stelle, wo ich... mal gucken. Achso, ja, weiß schon. Ich weiß Bescheid. Muss ich nämlich von hier oben machen. So. Nämlich jetzt hier hoch. Und hier lang. Genau. Hier ist noch ein Ei. Das geht ja wie Schmackes hier, ey. Wieder ein Flickflack. Alle fünf Eier. Das war einfach. Gut. Edelsteine haben wir noch nicht alle. So, gucken wir mal hier. Hier ist ja auch noch was. Hier ist Geldsack mit dem armen, guten Yeti. Aber darum kümmern wir uns jetzt noch nicht. Ich will erstmal gucken. Ah, ja, hier sieht das doch. Hier sieht es doch spannend aus nach Geburtstagsfeier. Feuerwerksfabrik. Oh, das hört sich spannend an. Aber das werden wir wohl auch erst in einem der nächsten Parts erst erfahren. Und ich kann jetzt schon sagen, ein fieses Level. Teilweise zumindest. So, sonst noch, ja, hier ist wieder der Wal, er dreht seine Runden, das fette Schwein. Ich möchte schon gerne alle Edelsteine jetzt hier irgendwie haben. Wenn ich wüsste, wo alle sind. Sieht so aus, als hätte ich alle, aber irgendwie auch nicht. Wieso, wieso? Ich will aber alle haben. Irgendwie hier noch was. Irgendwie. Nein. Habe ich auch nicht erwartet. Da liegt noch was. Und da oben auch noch.
Und jetzt haben wir alle Edelsteine. So, und wir haben das Level geschafft. Ha, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Eigentlich mache ich das sowieso nie so, dass ich erst die Overworld und dann die einzelne Welt mache. Ich mache das immer so, ich gehe so weit in der Overworld voran, wie ich halt die Welten betrete, wie in den anderen Beispielen jetzt zum Beispiel, in den anderen Welten, die ich vorher betreten habe. Jetzt habe ich das halt mal so gemacht, weil ich es auch cool finde. Und naja, im nächsten Part kümmern wir uns dann um den Yeti mit der fetten Eiskeule hier und um Geldsack, der ihn einfach wieder nicht rauslassen will, außer man besticht ihn. Naja, das alles erfahren wir dann im nächsten Part. Also, ciao, Freunde!